ich möchte besser werden in Pokémon. Also, ich bin besser geworden, klar. Ich spiele jetzt seit seit Dezember 2022 spiele ich jetzt VGC aktiv. Und ich bin seitdem viel besser geworden. Also, ich brauche es ja nicht kleinreden, klar, weil falsche Bescheidenheit ist auch gefährlich. Ich versuche immer, bescheiden natürlich auch zu sein und sozusagen so mich selber ein bisschen nicht abzuheben, ne? Das ist gefährlich, wenn es mal gut läuft. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Region gewinne und dann denke, ich bin der krasseste aller Zeiten, bla bla bla, so, das ist gefährlich. Aber falsche Bescheidenheit, das ist auch nicht richtig, einfach quasi sich runterzureden, aber eigentlich zu denken, boah, ich bin der krasseste mäßig. Ich bin der Meinung, ich bin viel, viel besser geworden und ich bin ein guter Pokémon-Spieler. Ich finde jetzt nicht, dass ich einer der besten Europas bin, weil ich gerade in den Top 20 im Leaderboard in Europa bin, weil ich habe noch nicht das, was es braucht, um zu den Besten zu gehören. Und das ist die Consistency. Ja, ich bekomme gerade Consistency, diese Day-2s hintereinander, jetzt Worlds, Dortmund, Lille. Die zeigen diese Consistency, wo ich hin will, aber ich glaube auch, dass es passieren kann, dass ich zum Beispiel jetzt Danzig und Stuttgart spiele und es komplett anders läuft. Das kann passieren, weil ich einfach nicht in jedem Kampf, und das kann man auch nicht, aber ich möchte natürlich es immer mehr schaffen, in jedem Kampf diese nahezu 100% abrufen kann. Und ich habe das ja auch im Laufe des Regions bemerkt, zum Beispiel Lille war spielerisch schwächer als Dortmund. Und trotzdem war die Performance gut und auch das Ergebnis gut, 100%ig, aber es war spielerisch schlechter. Und es kann halt auch sein, dass du dann peakst und dann immer weiter runtergehst. Als Beispiel, und das ist gar nicht, um die Person zu trash-talken, Simone Sanvito, Regional Champion in Lille vor einem Jahr, hat gewonnen. Turnier danach, Zweiter geworden. Und danach, bis Stockholm, hat er, glaube ich, an jedem Turnier teilgenommen und ist nie über ein Ergebnis, glaube ich, von 6-3, weil ein anderes Format, rausgekommen. Also hat nie den Day 2 erreicht bis Stockholm. Und das war einer, der zwei Finals hintereinander gespielt hat. Also einer der besten Europas zu dem Zeitpunkt. Und plötzlich ist er das nicht mehr. Und das kann halt passieren. Und das, ich möchte nicht, dass das passiert, aber rein statistisch ist es ja nicht unwahrscheinlich, irgendwann genau diesen Punkt zu erreichen. Congrats for day 2. Thank you, Val. Hope you're doing well. Ich wäre Regional Champion, wenn Großbritannien nicht existieren würde. So ist es. Weil Belex gegen Briten nicht gut steht. So ist es. Und Dankeschön, Blackie, auf jeden Fall. Bis später. Aber was ich damit sagen will. Ich bin besser geworden. Aber ich bin noch nicht ganz oben. Und was fehlt mir, um quasi vielleicht auch immer mal ein Regional zu gewinnen? Um vielleicht auch immer ein World zu gewinnen? Consistency ist die eine Sache. Aber eine Sache, und das ist wirklich gut, dass mir das passiert ist in Lille. Weil wenn ich daran arbeiten kann, dann kann ich, glaube ich, noch mal besser werden. Es gibt zwei Sachen. Aber eine Sache, die ich vorher schon wusste. Und eine Sache, die ich erst durch das Lille Regional noch mal mehr bemerkt habe. Ist die Tatsache, dass ich nicht ganz die Ruhe in diesen Do-or-Die-Momenten, in diesen Alles-oder-Nichts-Momenten habe. Ich habe jetzt mehrere Win-and-Ins zum Beispiel schon gespielt und ich habe von all meinen Win-and-Ins, die ich hatte, nur eins verloren. Das war in Turin. Das war 2023, in meiner ersten Saison. Mein erstes Win-and-In habe ich verloren. Da habe ich Stuttgart Win-and-In gespielt, habe ich gewonnen. Worlds Win-and-In gespielt, habe ich gewonnen. Dortmund bin ich ja 7-1, also 6-1 gestartet. Das heißt, ich hatte kein klassisches Win-and-In. Also schon, wenn du 5-1 bist, hast du ja auch ein Win-and-In für Day 2. Aber ja, Win-and-In ist für mich immer, wenn es wirklich die allerletzte Runde ist und du, wenn du verlierst, auch raus bist. Und wenn du gewinnst, bist du halt an Day 2. Und in Lille habe ich auch mein Win-and-In gewonnen. Also mit diesen Do-or-Die-Momenten habe ich ja an sich bisher schon ganz gut performt. Aber diese Do-or-Die-Momente sind nicht nur die Win-and-Ins, sondern es sind auch die Day-2s eben, wo das Niveau nochmal höher ist. Oder diese Momente, wo du wirklich weißt, wenn du jetzt dieses Game verlierst, bist du raus aus dem Turnier. Und das ist vor allem an Day-2 eben ein Ding, ne? Worlds, Day-2, Runde 1. Ich verliere. Und ich weiß plötzlich, ich bin raus aus dem Turnier.
Und ich spiele trotzdem an dem Tag noch gut, aber ich bin halt, also habe keine Chance mehr, um den Titel zu gewinnen, zu spielen. Und da in diesen Momenten habe ich manchmal noch ein bisschen zu viel Angst, habe ich das Gefühl. Ich habe manchmal noch ein bisschen zu viel Respekt vor meinen Gegnern. Also du musst Respekt haben, aber du darfst nicht zu viel Respekt haben und darfst nicht ängstlich spielen. Und du darfst dir nicht so viel Kopf darüber machen, dass was passiert, wenn du jetzt verlierst. Und du darfst auch nicht darüber nachdenken, was passiert, wenn du jetzt gewinnst. Denn das ist nämlich der andere Punkt. Zum Beispiel in Dortmund, wieder ein anderes Beispiel. Danke dir, Hudi. In Dortmund. In der 11. Runde. Ich gewinne das erste Game in der 11. Runde. Ich stehe ja 9-1. Ich bin safe im Top-Cut. So, alles ist safe. Aber wenn ich das letzte Game gewinne, dann gehe ich 10-1 und skippe safe die erste asymmetrische Runde. Also ich bin safe Top 16, was schon mal safe Geld bedeuten würde. Das ist ja auch cool, dass er erstmal Geld mit Pokémon verdient. Und ich gewinne Game 1 und Game 2 bin ich auch, wie gesagt, in einer relativ sicheren Winning Position. Und plötzlich denke ich darüber nach, wie es einfach ist, 10-1 zu sein und dann im Top-Cut safe zu sein, Top 16, alles drum dran. Und mein Kopf schweift einfach ab und ich merke das in dem Moment und halte mich noch auf. Ich gebe mir noch eine Backpfeife mäßig, nicht verbal, aber halt mental. Aber da war es schon zu spät. Da, und das war wirklich, das sind 5 Sekunden. 5 Sekunden, wo dein Kopf kurz weggeht und was auch quatschig ist, so darüber nachzudenken. Du bist mitten im Game, aber das ist halt etwas, was ich leider noch mache und das ist menschlich, aber das ist halt mein Fehler meine Sache, an der ich arbeiten muss, dass ich in dem Moment nicht anfange abzuschweifen und mir denke, guck mal, wie cool es ist, dass ich jetzt 10-1 stehe, obwohl ich noch nicht mal 10-1 stehe. Also, ich wusste halt, ich gewinne das, wenn ich das jetzt richtig spiele, aber es gab halt ein Opening und wenn noch ein bisschen Pech passiert und so weiter und so fort, wie mein Gegner das gewinnen kann und ich gebe ihm das, indem ich da nicht bei 100% gerade bin und meinen Kopf nicht 100% angeschaltet habe, um das vielleicht noch zu verhindern. Und dann verliere ich das Game und plötzlich, Game 3 ist ein ganz anderes Game, beide spielen gut, beide sind, es ist spannend und so weiter und so fort. Ich bin zwar wieder da, aber ich habe jetzt im Hinterkopf, ich habe Game 2 geworfen. Und das darf nicht passieren. Und es hat am Ende nicht keinen Einfluss gehabt, zumindest in der Hinsicht, dass ich trotzdem den asymmetrischen Cut geskippt habe, weil meine Resistance so gut war und trotzdem Top 16 war. Aber ich habe ja dadurch ja zum Beispiel einen komplett anderen Gegner bekommen. Das war am Ende der Regional Champion sogar, da wieder Medaille, wo das Matchup auch ein bisschen knifflig war und alles drum und dran. So, heißt nicht, wenn ich jetzt dann die letzte Runde gewonnen hätte, dass ich dann Top 16 gewonnen hätte oder das ganze Regional oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber es ist halt einfach etwas, was nicht passieren darf. So, solche Sachen dürfen nicht passieren und manchmal werden sie mehr gepunished und manchmal weniger. Aber sie können halt gepunished werden. Und wenn ich da ganz nach oben möchte und ich möchte irgendwann ein Regional gewinnen, International, Worlds, ich möchte einer der besten Spieler in Europa auf der Welt sein und das nicht, um es anderen Leuten zu beweisen, sondern um es mir selber zu beweisen, dass es möglich ist. Weil vor 2 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass ich hier sitze und darüber reden kann, dass ich ja, überhaupt in diese Richtung es schaffe, sondern vor 2 Jahren war ich glücklich oder hatte ich den Traum, mich für Worlds zu qualifizieren. Und ich habe auch jetzt wieder den Traum, mich für Worlds zu qualifizieren. Und das ist das Ziel Nummer 1. Aber das Ziel Nummer 0, was sozusagen nochmal darüber steht, ist die Tatsache, besser zu werden, immer besser zu werden. Und wenn ich dann irgendwann zu einer der Besten gehöre, dann ist das eine super coole Sache und das ist dieses große Ziel. Und das hört sich dann vielleicht kindisch an, ne? Dieses, ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war, aber es ist möglich. Und das will ich halt auch euch mitgeben, weil es, ich bin, hab kein krasses Talent oder irgendwie sowas. Ich bin der Meinung, also, es gibt schon natürlich Veranlagungen in gewissen Hinsichten und so weiter und so fort, aber ich bin auch der Meinung, dass man mit viel harter Arbeit viel erreichen kann in jeglicher Hinsicht, aber Leute sind zum Beispiel künstlerisch besser veranlagt. Leute haben einfach ein besseres Stimmorgan, können dementsprechend besser singen, dies, das, jenes. Aber zum Beispiel auch singen kann man ja trainieren und da besser werden und alles drum und dran. Und das sind halt alles so Sachen, dass es einige da draußen gibt, die ein Potenzial haben, was sie nicht ausschöpfen. Zum Beispiel auch im VGC. Und was sie ausschöpfen könnten. Und ich habe mein Potenzial meiner Meinung nach auch noch nicht vollständig ausgeschöpft. Und vielleicht habe ich irgendwann einen Decker erreicht und vielleicht kann ich nicht ganz nach oben. Dann ist es so. Aber aktuell will ich so spielen und so denken, dass ich
das the sky the limit ist, so nach dem Motto. Und mal schauen, wo dann am Ende das Limit ist. Ob es ein Limit gibt. Dann mal gucken. Aber es gibt noch eine zweite Sache, in der ich besser werden will. Aber erstmal schaue ich kurz in den Chat. Die kurzen verzweifelten Blicke zur Kamera haben sich in meinen Kopf gebrannt. Oh ja, das war eine wilde Experience in Dortmund. Das mit dem Respekt ist bei jedem Turnier, in jedem Spiel Sport. Das stimmt auf jeden Fall. Generell, man kann VGC, es ist ja ein E-Sport, kann man sagen, aber man hat einfach gewisse Sachen, die man auch da mit dem Sport natürlich vergleichen kann. Natürlich nicht 1:1, klar, aber es gibt auf jeden Fall einige Sachen. Simone Samvito wünscht sich, dass Raging Bull nie erfunden wurde. So ist es. So ist es auf jeden Fall. Ich habe gelernt in Pokémon, egal wie gut oder ob ich eigentlich schon fast am Gewinnen bin, das Spiel versucht alles Mögliche, dass ich verliere. Ja, ich weiß nicht, ob es das Spiel ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, Sachen aufs Spiel zu schieben, weil ich glaube, das beeinflusst die Tatsache, dass man eben nicht besser wird. Weil ich bin der Meinung, man kann Hacks bis zu einem gewissen Grad einschätzen und mit in dein Spiel mit einbauen. Ja, wenn jetzt jede Runde Volltreffer kommen, jede Runde alles kommt, natürlich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Das passiert in einem von 100 Kämpfen, dass du, oder noch nicht mal, jede Runde weggecredit wirst. Aber manchmal fühlt es sich so an, als würde es jedes Game passieren. Aber das verhindert, finde ich, glaube ich, auch so ein bisschen den Wachstum, wenn man zu sehr darauf schaut, weil, ja, ich habe Kämpfe gewonnen durch Hacks, ja, ich habe Kämpfe verloren durch Hacks, aber es gleicht sich am Ende aus und wieso sind die Besten der Besten immer oben, immer und immer wieder, weil sie dann einfach die Besten der Besten sind, obwohl Pokémon ein hexlastiges Spiel ist. Und natürlich können die Besten der Besten auch mal durch Hacks verlieren, aber die gewinnen halt trotzdem mehr, als dass sie verlieren. Und das hat halt auch einen Grund. Ihr habt in Lille ja dieselben 6 Pokémon gespielt wie Dortmund. Kurz nach Dortmund war das ja nicht der Plan. Das war es ganz und gar nicht. War schwierig, innerhalb dieser relativ kurzen Zeit ein neues Team zu finden, da das Meta sich während dieser Zeit auch relativ gefestigt hat. Genau, das ist nämlich tatsächlich jetzt ein interessanter weiterer Punkt. Weil ja, das war sehr schwer, weil das Meta generell sich zwischenzeitlich sehr gefestigt hat und plötzlich sehr offen ist. Und wie will ich noch besser werden? Zum einen, mein Ansatz ist, ich teste viele Teams, ich spiele viele Teams, auch bestehende Teams, weil ich mich spielerisch erstmal verbessern möchte. Eine andere Möglichkeit, einer der Besten zu werden, neben dem Spielerischen, ist die Tatsache, dass wenn du im Teambuilding einer der Besten bist, sich das automatisch auch auf deine Turnierruns natürlich widerspiegelt. Aber dafür musst du auch sehr gut spielen. Und meine bisherige Herangehensweise war, ich möchte spielerisch immer besser werden, um dann im Teambuilding nach und nach besser zu werden, weil das Spielerische automatisch auch das Team oder nicht das Talent, aber halt, wie du Teambuilding angehst, auf jeden Fall verbessert, weil du einfach mehr Wissen in das Teambuilding mit einbringen kannst und mehr Situationen theoretisch durchgehen kannst, weil du auch spielerisch viel mehr erlebt hast. Und das will ich halt jetzt noch mehr angehen. Ich möchte die Saison mich zwar immer noch erstmal vor allem spielerisch weiter verbessern, aber ich möchte im Teambuilding noch besser werden. Und ich hoffe sehr, dass ich es schaffe, für Danzig, spätestens für Stuttgart etwas zusammen zu kochen, weil es brodeln so viele Ideen in meinem Kopf. Aber es sind halt einfach nur vereinzelte Ideen, die nie zu einem Team ausgereift werden, weil ich dann viel zu viele Sachen sehe, die diese Idee vielleicht niederschmettern könnten. Und dann ist es halt immer ein langer Weg dahin, diese Idee so auszureifen, dass sie dann doch funktioniert und gegen die meisten Sachen gut steht. Generell in so einem Meta, wo das Meta sehr offen ist und gefühlt jede Woche ein anderes Team gerade wieder Meta ist. Obwohl es sich zwischenzeitlich sehr gefestigt hat, ist es halt jetzt wieder sehr aufgebrochen worden. Gerade durch Lille, gerade durch Louisville. Wenn man sich da den Top-Cut anschaut, der ist sehr divers. Ja, wir haben auch einige Teams, die wir bereits kennen, aber wir haben also zum Beispiel das Regenteam hier, oder ähnliche Regenteams, aber dann haben wir dieses Nils Dunlop-Team, was super crazy ist. Ich habe an Stalobor, by the way, auch vor 1-2 Wochen extrem geglaubt. Ich habe gesagt, Stalobor, Despotar, die sind's einfach. Aber habe ich halt auch nicht befolgt. So. Dann haben wir das standardmäßige Team von Paul Chua, Gabriel Agachi, wo Victor Medina Zweiter geworden ist. Natürlich krass. Dann haben wir dieses neue Espinodon-Team, was ähnliche Sachen hat, was es schon vorher gab, aber halt auch neu ist. Das Team ist in Japan sehr populär gewesen, hat jetzt hier gut performt. Eduardo Cunha geht plötzlich mit Hisui Atmurai auf den 5. Platz. Haben wir wieder ein etwas anderes Regenteam am Start mit Electek. Dann kommt dieses Kokowai-Team wieder in den Top-Cut. Dann haben wir wieder ein Regenteam, okay. Aber auch hier, also
das ist zwar dann das gleiche Team, aber hier sind krasse Unterschiede zu diesem Team hier. Sehen erstmal auf den ersten Blick ähnlich aus, aber dann sieht man da schon einige Unterschiede, wie sie eben auch gespielt werden. Dann haben wir dieses Frederik Nielsen-Team, was auch wieder ein männliches Servul hat. Und Nisuya Kani mit Offensivfesseln, Lemob, Osaluna Bloodmoon, so plötzlich ein Fiaro. Also ganz verschiedene Teams hier. Sonne, Vivalore, dann Herashai, Nigiragi. Also, und dann haben wir erst wieder diese Standard-Kalapuldra-Teams hier eine Riege von. Und die sind ja auch erst seit kurzem quasi Standard, seit Dortmund, weil die da so gut performt haben. Und deswegen, ich glaube, das Meta ist sehr offen. Und dadurch kann man sehr viel Cooles basteln, aber es macht es auch sehr, sehr schwer. Und wenn man da im Team bedingt besser wird, dann kann man auch noch besser performen. Und das will ich auf jeden Fall versuchen, indem ich da nochmal besser werde. Hallöchen Marco, was geht? Welches Team hast du eigentlich gespielt? Ich habe dieses Team hier gespielt, was auch der gute Bedex gespielt hat und damit 17. geworden ist. Sehr große Shoutouts gehen an ihn raus. Hier dieses Magma-Team. Also was wir auch in Dortmund gebracht haben, aber mit einigen Änderungen mit dem Terra Geist Katapultra unter anderem. Es gibt eine Item Clause, ja, im VGC. Rahim hat es wirklich gesagt, warte, was meinst du genau? Bei mir ist andersrum, weil ich von anderen Games schon wusste, dass ich eher gut im Teambuilding bin und das hat mich schon einige Male gecarried. Gab mir einen guten Headstart, aber ich muss jetzt auf jeden Fall hart auf Gameplay fokussen. Das ist halt auch, wie gesagt, eine Option. Man kann erstmal aufs Teambuilding gehen. Ich glaube, es ist einfacher im Spielerischen erstmal besser zu werden. Es ist trotzdem ein langer Weg, aber es ist einfacher, weil ich finde, im Teambuilding kreativ zu sein, wird eigentlich automatisch dazu bringen, dass man ja erfolgreich ist, weil wenn du nicht spielen kannst, ja, dann ist es egal, wie krass das Team ist. Du kannst vielleicht das Wildeste aller Zeiten gekocht haben und du wirst deine Wins holen, aber du wirst diese Big Wins halt nicht holen können, weil du halt spielerisch gegen die ganz krassen oder auch einfach gegen gute Leute dann einfach trotzdem im Hintertreffen bist. Egal, wie kreativ du bist, egal, wie sehr Antimeta es ist, du wirst halt am Ende dann meistens verlieren. Wenn du aber krass spielst und krass Team baust, dann bist du der ultimative VGC-Spieler, weil du dann einfach alles kannst. Das ist halt Wolf Glick. Deswegen ist Wolf Glick wahrscheinlich der beste Spieler aller Zeiten, weil er halt krasse Teams baut und sein Hirn halt auch manchmal anders funktioniert im Teambuilding als bei anderen. Und er spielerisch halt einer der Besten ist. Und wenn diese Kombination aufeinander trifft, dann hast du halt den besten Spieler. Also nicht so einfach, da hinzukommen, weil jemand wie Wolf Glick spielt das Spiel seit 14 Jahren. Ich habe natürlich nicht so viel Zeit in diesem Spiel verbracht wie er, in diesem Format vor allem. Aber ja, das ist natürlich etwas, wo man trotzdem nach und nach hinarbeiten kann, um besser zu werden. Weil auch das garantiert einem natürlich nicht, dass man alles gewinnt, klar.